Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Magic-Folge. Heute wieder ein Draft, ein Kamigawa-Draft. Denn wer vielleicht meine letzte Folge gesehen hat auf YouTube, meine letzte Magic-Folge, hat gesehen, das lief alles andere als gut. Das lief sehr, sehr schlecht. Und das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich habe ein paar Edelsteine gefarmt und möchte gerne nochmal ein Kamigawa-Draft spielen, in der Hoffnung, dass es besser wird. Schlechter kann es nicht werden, also alles gut. Hier, die Entscheidung, die Kartenentscheidung ist ja immer sehr spannend am Anfang. Super, dass ich die Karten nicht kenne. Ich meine, so ein Arrest ist schon mal natürlich super. Aber wir schauen mal, was wir hier haben. Satoru Umezawa. Immer wenn du eine Ninjutsu-Fähigkeit aktivierst, schau dir die obersten drei Karten und bitte gar nur eine davon auf die anderen liegen lassen. Ausgelöst wäre natürlich für. Ach, ich kenne mich ja mit Ninjutsu gar nicht aus, das kann nur in die Hose gehen, aber ich nehme den mal. Ich glaube hier, die Hackerin ist auch nicht schlecht. Ninjutsu, aber der ist halt für 3 Mana 2-4 auch schon cool. Ich nehme den mal, aber ich habe von Ninjas überhaupt keine Ahnung. Wobei diese Sage ist super geil. Das war schon Leben von Toshiro Umizawa. Das passt ja hier. Umizawa, Umizawa. Die nehme ich schon mal, ohne zu gucken hier. Die ist super geil. Dann brauchen wir ein bisschen Removal. Schauen wir mal. Was haben wir? Der Hund ist auch super. Der dir eine Karte bringt, zerstöre bis zu ein Artefakt. Getappte Kreatur, dann war das halt auch ein super Removal. Ist halt nicht Instant Speed. Aber der Hund wird mir auf jeden Fall weggeschmissen. Wobei der Hund weiß, ist jetzt halt auch nicht so meine Farbe, muss man dazu sagen. Ne? Schwarz und blau. Bleibe ich dabei? Ach, weiß gibt es halt auch so gute Karten. Aber sie hat einen Ninjutsu. Ninjutsu. Nur für ein Mana ist natürlich schon cool hinzu. Und du kannst eine Karte ziehen. Ja. Nehmen wir mal. Auch wenn mir irgendwie Mais mehr liegen würde als Farbe. Aber das macht ja nichts. Ich habe mich jetzt schon irgendwie festgelegt, um es mir einfach zu machen. Hier ist noch ein Counter. Auch nicht schlecht. Ein Fahrzeug. 3, 4. Ja, okay, das ist fraglich. Nur sie eine Karte und dann war wieder eine Marke sogar noch. Den mag ich eigentlich ganz gern. Das hört sich echt gut an. Wir nehmen auch den Counter, was soll's. Ja, gut blau unterwegs. Noch eine Hackerin? Heißt nicht zwei Hackerinnen? Bemannen 3 ist halt schon ziemlich teuer. Ich glaube, ich nehme noch eine Hackerin. Samurai. Gut, ich soll mich Ninja. Ich sollte mich vielleicht nicht so sehr auf die Samurais hier festlegen und auf die Ninjas. 2-1 für 2 Mana. Mit Kartendraw. So gut ist sie jetzt auch nicht. Wo ist auch Trampelschaden? Das ist schon mal einigermaßen guter Removal. Verzaubere ein Artefakt, erwachtes Bewusstsein. Oder eine Kreatur. Fliegend. 1-1. Auch nicht schlecht, aber ich nehme lieber den Removal her. Der ist natürlich auch sehr gut, der Koloss. Oh, das ist auch eine super Sage, die gefällt mir. Mit Karten. Vorteil dann letztendlich. 04 mit Bedrohlichkeit. Yes, I like. Weiß nur nicht genau, wo das jetzt hinführen soll, alles. Nein, wir nehmen nicht. Blutzoll.
Die ist eigentlich auch ganz neu, ganz nett. Mit der Blutzollfähigkeit eventuell noch. Ist sie ein Ninja? Moon? Mondvolkräuberin, sozusagen. Also die Sagen finde ich schon mal klasse. Odefe. Ja, die beiden schwarzen Sagen sind schon mal wirklich gut. Animus. Ich sage mal, das hier in Weiß vielleicht ein bisschen splashen. Tapas will sie kosten, um den Zauber zu wirken. Ein ungetapptes Artefakt. Mache ich nochmal das Land. Vielleicht kann ich nur ein bisschen in Weiß rein lucken. Lucke mache. Lucky Lucky. Aber hier ist halt gar nichts. Grün-Rot. Hier ist halt gar nichts für unser Deck. Eventuell noch Weiß, wie gesagt. Ja, ein Counter. Eigentlich so schlecht sind die Karten bis jetzt nicht. Kreaturenmäßig habe ich hier zwei. Die Sagen verwandeln sich in Kreaturen 3, 4. Also passt schon mal. Ich habe eigentlich von allem ein bisschen Sagen. Kreaturen, Removal. Hier noch ein bisschen was offen gelassen für Weiß. Jo. Also ich weiß noch nicht. Aber er ist schon ziemlich stark. Ja, das ist einfach stark. Was bist du? Was bist du? Wieder schlechte, schlechte Farben für uns. Tappern, oh, das ist ein Artefakt für einen Mana. Tappern, oder? Ja, nehmen wir mal ein Sideboard. Queen Ono. Der ist eigentlich ganz cool, dieser Koloss, so als Bombe. Wachtposten ist ja kein Koloss, aber zweimal brauchen wir jetzt eher nicht, würde ich mal behaupten. Aber einmal würde schon. Ah ja, den wollte ich auf jeden Fall. Der ist supi. Okay. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Ah, nochmal die Sage, die ist sehr gut. Dieses Artefakt. Dieses Fahrzeug. Wie viel bemannen? Also ich bleibe lieber mal auf dieser Sage, weil ich die super finde. Koloss haben wir ja schon. Aber ich gucke mir nochmal das Fahrzeug an. Rabauken Bankenknacker. Kommt mit drei Ladungsmarken ins Spiel. Okay, das ist schon gut mit Kartendraw. Der kommt mit drei Marken ins Spiel und entferne eine Ladungsmarke. Ziehe eine Karte. Erzeuge einen Schatzspielstand. Ja, das ist schon gut. Der ist schon gut. Gefällt mir schon. Kartendraw. Super. Dü-dü-dü-dü-dü. Was haben wir hier? Ein Schrein. Nochmal. Pack des Rabauken. Was war das nochmal? Kannst du eins besser, wenn du es tust, mit einem Spieler, weil eine Karte, wie gesagt, die Anzahl ein Schrein ist. Fliegend. Das ist ein guter Blocker, nehme ich. Und ein bisschen Millen für den Gegner bei 40 Karten. Auch nicht schlecht. Vielleicht bekommen wir noch einen weißen Schrein. Schwarzer Schrein. Ich weiß nicht, was der schwarze kann, aber der weiße ist super. Den weißen mag ich sehr gerne. Den würde ich auch nehmen, wenn ich den bekommen würde. Mal sehen. So ein bisschen Removal wäre nicht schlecht. Wobei das ist ja auch ein Removal. So ein bisschen für kleine Kreaturen. Schauen wir mal. Das ist auch noch Karten da. Kami. Falls du Artefakt von Verzauberung hast, ziehst du eine Karte und setzt einen Lebenspunkt. Da, das gefällt mir natürlich auch. Opfer den Schrein. Ziehe eine Karte, ein Artefakt, ziehe eine Karte. Kontrollierst. Ziehe eine Karte, falls du ein Artefakt hast, ziehe eine Karte, falls du eine Verzauberung hast. Auch gut. Ist auch nicht schlecht. Oh, der Käfer ist auch super. Oh, da sind viele gute Karten dabei. Ah, ich habe den Käfer genommen. Ja, er ist nicht übel, aber die Frage ist, ist er besser als die anderen
Karten. Eichelkröte. Leonardo. Leonardo. Ja, Artefakte haben wir die. So wirken so wie sie nach einer Ausrüstung. Nee. Lieber den Flieger vielleicht. Ah, der ist auch super. Nicht den Flieger, was soll's, den Koi? Noch ein Counterspell. Das wäre schon super. Sehr viele Counterspells diesmal. Dann schauen wir mal. Da sind viele blaue dabei. Was ist hier? Aufblitzen, Kreaturen. Ein Artefakt. Ist auch nicht so schlecht, finde ich. Mit Rekonfigurieren. Die hat auch schon Abwehr 2. Passt schon. Nehmen wir. Sonst haben wir auch nicht so viel zur Auswahl. Okay. Jetzt nehme ich aber hier Kami. Jeden Fall. Für 3. Also ich finde die Werte 3, 4 solide. Und Karten ziehen ist auch nie verkehrt. Das ist auf jeden Fall so. Ziehe 3 Karten, wirf dann 2 Karten ab. Fliegend. Ach, ich mache lieber so eine 1-1-1-Kreatur. Ich habe schon viel Karten drauf, finde ich. Fliegend 1-4. Ja. Nehmen wir mal. Opfer oder Kreatur. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt als Spontanzauber. Nur tritt an Nicht-Kreaturen. Ah, noch ein. Sp noch ein. Ich weiß nicht. Das brauche ich eigentlich auch nicht, so ein paar Lebenspunkte, ob die richtig helfen. Das Land, okay, wir sind ja nur zweifarbig. Das passt. Ich meine, das kann man dann schon opfern, so meinte ich das halt, ne? Um Karten zu ziehen. Falls es ist, das nehme ich mal mit. Oh, das war auch knapp. Schwarz. Vielleicht hätte ich lieber das Artefakt nehmen sollen, aber. Artefakte. Die schauen wir sich hinterher nochmal an, die Karten. Ein Booster Pack verbleibt noch. Das dritte. Mal schauen. Blau ist echt viel dran. Also blau ist sehr, sehr viel dran. Ja, bei den Rares haben wir nicht so ein Glück, wie es aussieht. Da ist ein super Remover. Das nehmen wir mal zwei schwarzes ein bisschen. Ich habe. Ja, aber das kriegen wir schon hin. Verteidiger. Ja, das Removal. Das Premium-Removal nehmen wir. Kann man nicht viel verkehrt machen. Das könnte man dann auch wieder auf die Hand nehmen. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Aber plus 2. Wie viel kostet die denn zur Ausrüstung? Das ist die Frage, die mich jetzt interessiert. Lass mal überlegen. Steht das hier irgendwo? Schicke sie ins Exil. Erhält plus 2. Seine Flugfähigkeit hat. Ja, das Problem. Ach, Ausrüsten 1. Finde ich gut. Gefällt mir eigentlich. Der Beetle gefällt mir auch. Aber ich will mal diese Klinge da ausprobieren. Ist ja nicht verkehrt. Und aber nochmal ein Beetle. Ich hätte gerne noch mehr. Ninjutsu.
bekommen wir noch ein bisschen. Schauen wir mal. Kann den jetzt so aufblitzen? Ich habe hier halt blau. Ich habe das hier. Nur drei Karten zur Auswahl hier eigentlich. Nicht mal das, das habe ich ja eh schon. Einmal reicht, glaube ich, auch. Oh ja, das ist gut. Der Quise Oktopus gefällt mir. Nimm wir. Den nimm wir. Was bist du denn? Das ist jetzt. Ah, bist du so gesehen, hältst du sie für ihn mit diesen Kreaturen? Das ist eigentlich auch ein guter Removal. Ich glaube, ich nehme lieber den Removal. Noch ein Counter? Dö, oder sie hier. Ich glaube, zwei Counter reichen schon. Also. Erzeuger Schatzspiel steigt diese Fähigkeit nur, falls in diesem Zug eine Kreatur gestorben ist. Jo. Kann ich nehmen, guter Blocker. Drei Mana, passt. Drei Mana habe ich nicht so viel. Lass nochmal ein Counter-Spell. Ein. Achso, nur ein Kreaturenzauber. Eieiei. Da reichen mir schon zwei auf jeden Fall. Dieses Artefakt nehmen. 3x3, 3. Weiß nicht. Gefällt mir nicht. Nämlich der große. Das große Viech nochmal. Nicht nochmal, das erste Mal. Ja, wenn es aber ein Krieger gegen den Kultus angreift, kannst du aber, wenn du es tust, die. Samurai. Wie haben wir denn da? Schauen wir mal. Ninja 4. Na, jetzt nicht so viel. Ups. Zurück, zurück. Das ist jetzt nicht so das, was ich gerne haben will. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Okay, das war's. Ich bin ja mal gespannt, ob das eventuell was wird. Aber ich muss das Ganze mal angucken. Muss ich mal Lucky Lucky machen. Lucky Lucky Lucky. Okay, ich schaue mir die Karten mal an. Wir haben 50 Karten, also viel zu viel. Das steht schon mal fest. Von den Karten her müssen auf jeden Fall noch welche abgeworfen werden. Aber dann werde ich es anders so machen. Genau. Gucken wir mal. Wir sind zweifarbig und haben trotzdem 50 Karten. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Ja, ich habe auch viel Crap mit reingepackt, glaube ich. Gut, die gefällt mir. 1-1 fliegend. Kann eine Kreatur tappen. Oder eine bleibende Karte an sich. Dort gefällt mir eigentlich auch. Ziehe eine Karte. Spontan auch noch. Super. Das Artefakt will ich mal ausprobieren. Passt. Den Shintai-Schrein. Okay, die zweimal wegen Ninjutsu. Rekonfigurieren. Passt. Ja, zweimal reicht auf jeden Fall. Nee, Karte brauche ich nicht. Nicht in Ordnung. Nein. Ja. Da ist die Frage, brauche ich sowas hier? Für zwei Grüne. Da kann ich, würde mal sagen, 2x vielleicht einsetzen, 3x eventuell.
Also ich kann ein Artefakt oder eine Kreatur verzaubern. Wenn es ins Spiel kommt, lege X, sagen wir mal 2, also plus 2 auf die verzauberte Karte. Nein, glaube ich nicht, dass ich das brauche. Den Oktopus auf jeden Fall. Sie ist eigentlich ganz cool, weil sie hat eine hohe Widerstandskraft und somit könnte sie auch angreifen. Und somit Hellsicht anwenden. Gefällt mir. Ninjas und Räuber halten Bedrohlichkeit. Soll ich die vielleicht spaßeshalber? Sie ist jetzt aber ein Spieler, wirft zwei Karten ab. Ist halt auch schön in meinem Deck, weil ich habe ja auch den Beetle. Ich habe hier die Sage, die auch mal die Karten abwerfen lässt. Ist vielleicht nicht so schlecht, wenn ich so ein bisschen darauf gehe. Die Frage ist, habe ich genug Räuber und Ninjas? Generell Kreaturen haben wir 16, was schon so wenig ist. Räuber 3 und Ninjas auch 3, also 6 Stück. Das passt. Ich glaube, das lasse ich mal drin. Das lasse ich mal drin. Ihn sowieso. Misawa. Gut, dann ist die Frage auch, was werfen wir ab? Vielleicht ein paar von den Fahrzeugen, ja, auch weg. Ich habe schon viel Karte. Du kannst nur Artefaktkarten auf deine Hand nehmen. Das möchte ich nicht. Der kostet für jede modifizierte weniger. Der ist gar nicht schlecht. Ich brauche ich auch nicht das Land. Haben wir noch 44 Karten. Doppelschwarz. Blau. Ich bräuchte vielleicht Blau jetzt. Blau hat sich jetzt doch ein bisschen verringert von der Kartenanzahl her. Zwei Mana habe ich super viel. Schwache Kreaturen am Anfang auf jeden Fall. Eieiei. Vielleicht nur ein Counter. Ich glaube, ich habe immer nur einen Counter offen. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Brauche ich sie hier? Ja, so mächtige Kreaturen habe ich jetzt nicht hinten raus. Okay, kommen so ein paar nicht mächtige Kreaturen, aber vorne sieht es eben ein bisschen übel aus. Ich habe bis zu zwei Kreaturen deiner Wahl. Nee, kommt auch raus. Modifizierte Kreaturen. Ja, das könnte schon billig rauskommen, aber der hat Eile auch. Ich habe schon ein bisschen Modifizierung drin. Hier, hier. Bisschen. Da ist noch Modifizierung dabei. Drei Modifizierungen. Könnte schon billig rauskommen. 17 Länder. Egal, das brauche ich auch nicht. Und dann machen wir noch eine Insel raus. Dann passt das. Okay. So, jetzt wollte ich mal meine Kamera noch mal schauen. Noch mal meine Kamera testen kurz. So, und weiter geht's. Erstes Spiel, erstes Glück. Ich hoffe mal. Wie gesagt, es ist ein
bisschen interessanter wird mit den Spielen. Ich muss auch nicht unbedingt gewinnen, was natürlich schön wäre, aber so ein interessantes Spiel wäre auch nicht verkehrt. Gegen Badoon, Badoon, Badoon. Gegner zuerst, ja, passt doch. Wir hauen auch gleich raus hier. Das kostet nur eins und dann der bietet schon drei, zwei. Perfekt, jetzt Zeit für den Viruskäfer und seinen Beetle. Er hat sich jetzt seine Kartenhand etwas verbessert und darf gleich mal eine abwerfen. Danach können wir den Käfer modifizieren und angreifen. Bisschen die Nutzer vielleicht. Oh, der Käfer ist natürlich mit den Nutzer sehr gut. Ja, haben schon Ideen. Wir haben da schon Ideen. Weg mit der Karte. Weg, weg, weg. Ah, die Kunai. Ja, da kommt noch eine Kreatur, glaube ich. Hat der irgendeine Eigenschaft? Nö. Ah, Ninjutsu. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich hoffe, das bleibt. Okay, das hätte ich jetzt überhaupt nicht machen brauchen. Okay, war ein bisschen blöd. Kann ich ja noch ausrüsten hier. Super hier. 4-1, auch nicht schlecht. Okay, es könnte ausgeglichen sein bis jetzt, aber er hat auch schon zwei starke Kreaturen hier. Sie wird ein bisschen billiger durch Ninjutsu, die Hackerin. Da kein Mana oder was? Oh Mana abgeworfen. Wir legen mal den Sumpf wieder weg. Zug beenden. Okay, das gefällt mir bis jetzt. Wir haben Counter in der Hand, wir haben Removal in der Hand. Der Beetle muss halt dran glauben, weil ich glaube, den kriege ich jetzt nicht mehr so schnell zurück. Deswegen passt schon. Oh, kein Mana. Aber wenn ich den jetzt counter, muss ich auch die Abwehrkosten zahlen? Nö, gell? Ja. Ach so, mit der Stärke. 5-2. Helfen wir ab. Und wir spielen den Kami. Oh, läuft gut, läuft gut. Gut, der Gegner hat ein paar Mana-Schwächen, aber das passt. Soweit, so gut. Jo. Keine Ahnung,
alles kann zum Blocken da. Was ist denn da noch auf der Hand? Zwei Karten haben wir ihn schon abwerfen lassen. Jetzt haben wir 8 Schaden, wenn jetzt keine Kreatur kommt. Er hat auch einen Jutsu. Ne, er hat gar nicht einen Jutsu. Zwei Schaden. Nicht schlecht. Jetzt schauen wir mal. Da habe ich 6. Hier, der hat 2, 4, 1, 4. Ja, gut, kreaturenmäßig. Ich müsste vielleicht den Flieger jetzt loswerden. Zwei, vier. Nein, ich hätte schon gewonnen. Kann ich noch mal was machen, bevor ich angreife? Ich mit beiden Anjus? Nicht? Schon tot jetzt, aber ich weiß nicht, ob was das jetzt gebracht hat. Jede Kreatur auf deiner Hand hat einen Jutsu. Ach so, jede Kreatur hat einen Jutsu. Hat halt irgendwie überhaupt nichts gebracht. Aber jede Kreatur hat immerhin einen Jutsu. Aber ihr könnt jetzt auch nicht. Ist. Habe ich jetzt echt falsch gespielt? Da hätte ich schon gewinnen können. Nein! Boah, der traut sich was. Ach, ich muss die Kreatur echt vernichten. Du traust dir was hier mit 4 Lebenspunkten. Und aber er lässt immer eine Kreatur das zurück. Boah, ich bin schon ganz so durchsichtig hier auf meinem Bild. Naja, aber er lässt zumindest eine Figur zurück. Ah, der Flieger muss weg. Der Flieger. Jetzt merke ich erst, dass ich überhaupt keine Flieger habe. Doch, ich habe so 0,4 Kreatur, ne? Eine Fliegerkreatur. Kann ich beide wirken eigentlich? Das kostet 4, 5, 6, 7 Mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gott sei Dank, beide. Passt. Eine zerstören. Zwei angreifen. Oh, sie kommt da als Sage wieder. Ja, jetzt habe ich doch gewonnen, oder nicht? Ja. Wähle ein Artefakt. Warte, das war ein Artefakt. Nicht gewonnen? Ja, Gott sei Dank. So,
Jetzt können wir hier diesen Stream schon beenden, denn das Ergebnis ist schon wesentlich besser als beim letzten Mal. Sehr gut. Obwohl ich jetzt nicht so toll gespielt habe, muss ich ehrlich sagen. Also es war schon ein bisschen wild. Ein bisschen wild habe ich gespielt. Nicht so ideal. Aber das Deck hat mich so ein bisschen aufgefangen. Gegner war jetzt auch nicht, hatte auch nicht die krassen Karten hier. Deswegen war ganz in Ordnung. Mal schauen, was das Deck so kann. Prospero. Ah, ich würde echt gerne noch so eine Set-Review ein bisschen machen von den Straßen von Capena. Schwarz. Tja, schwierig, schwierig. Aber ich glaube, ich riskiere es, denn ich habe ja den Beetle und dann ein paar Züge noch. Ah, ja, ohne Blau. Könnte auch zu gierig gewesen sein. Hat der nicht Multicolor? Nein. Ja, sieht ganz danach aus, als wäre es zu gierig gewesen. Mit einer schwarzen Karte auf der Hand. Aber ich habe immer ein bisschen Card Draw hier. Was braucht der denn zum Bemannen? 4-4. Bemannen 3. Oh. Ist schon heftig. Es sieht schon halt übel aus, wenn ich jetzt bald kein. Keine Insel bekomme. Oh, dreifarbig hier. Der Herr Prospero. Prospero. Dreifarbig stark. Und alle Länder sehr stark. Ich brauche Zeit, Leute. Ich brauche Zeit. Das ist mir egal. Der ist mir egal. Den kann ich ja dann rekonfigurieren, oder? Wenn er stirbt. Nicht? Nee. Wenn er stirbt, ist es dann ein Artefakt-Ausrüstungsgegenstand. Nö. Keine Angriffe. Mein Verteidiger. 1-1 Verteidiger. Yes. Jetzt kann ich wenigstens eine Karte ziehen, dann um eine Insel ein bisschen schneller zu bekommen. Jetzt konnte ich noch einigermaßen gut mithalten, aber jetzt war ich aber schnell eine Insel. Very schnell. Und sieht's übel aus. Gegner hat alle Farben. 4 Mana. Stark. Stark, stark, stark. Eine 4. Alles gut. Kann ich den Beetle spielen und dann noch eine starke Kreatur hier 1-4 zum Beispiel. Schauen wir natürlich, dass wir die stärkste blocken. Ja.
Ich glaube, spielst das. Das kann ich doch gleich anlegen, oder? Da habe ich eine 2-4er. Ja, sehr gut. Super. Also der Verschlinger der Tugend gefällt mir eigentlich sehr gut. Mist. Schwierig. Und eine Insel nur. Komm nicht mehr hinterher jetzt, leider. Komm nicht mehr hinterher. Soll ich blocken? 6. Das sind schon ziemlich viele Schadenspunkte. Dann nutze für 1. Dann den Beetle nochmal spielen. Noch nicht. Ich will noch eine Karte abwerfen lassen. Ja. Ich blöde. Das war die letzte Karte. Okay. Good game. Very good game. Okay, ich kann den noch bemannen, immerhin jetzt. Ah, das ist eigentlich eine gute Kombo. Hier mit dem legendären Artefakt und der Kreatur. Nein, hätte ich die. Ja, nee, du musst die ja tappen. Hätte ich nur eine Runde Zeit gehabt. Ich habe halt die Insel zu spät bekommen. Ne? Das ist das halt. Gutes Spiel, aber das war ein bisschen Pech wegen der Insel. Ich war zu gierig am Anfang und habe mein Inselchen nicht bekommen. Deswegen habe ich ein Tempo verloren und dann war es nicht mehr möglich, aber auch sehr aggressiv. Und gut Schaden reingedrückt, immer wieder. Counter draufgelegt. Gut, gut, gut gespielt. Ah, ich dachte, es klappt, aber es waren zu wenig schwarze Karten dann letztendlich. Oder zu wenig blaue Länder. Je nachdem, wie man sieht. Zu spät. Aber ich dachte, es klappt mit dem Kartenartefakt, dass man noch ein paar Karten ziehen kann. Aber es kostet dann 2 Mana und wenn du eh schon Bedrängnis bist, dann ist es schwierig. Okay, passt schon. 3 Sümpfe ist schon, 4 Länder schon ein bisschen heftig. Hell. Muss ich noch mehr Länder kommen? Gar nicht. Ich will keine Länder mehr haben. Immer wenn er blockt oder geblockt wird, er hätte bis zum Ende des Zuges. Okay, du bist nicht geblockt. Der ist schon stark mit diesem Teil hier drauf. Wie stark ist das denn? 1-3. Das ist schon ein Artefakt. Nee. Ist die Frage, was nehme ich denn 3? Über dem.
Ich habe schon teure Karten jetzt, merke ich gerade. Aber immerhin, Abwehr steht. Hat noch irgendwas? Yes. Ja gut. Fünf. Aber kann trotzdem nicht beide töten. Okay, hat gepasst. Nicht übel. So, mein Lieber. Ja, das ist der Beat noch günstiger. Wirf mal eine Karte ab. Gut, jetzt habe ich ein paar Blocker. Passt. Sehen, ob wir uns stabilisieren können. Jetzt mit der Karte hier, die will ich auf jeden Fall spielen. 5. Ja, machen wir mal. Legen wir alles rein. Nicht schlecht. Aber das war's jetzt, ne? Ein Opfer mal schön. Muss ich das schon? Noch nicht. Nochmal 2 Lebenspunkte. Fünf, mal mit denen. Kann er schön blocken. Counter, 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 Counter. Eher weniger gut. 5. Bedrohlichkeit. 5. Ja, kann ich angreifen. Fuck. Aber gut, ich habe gute Blocker. Ich kann die tot blocken. Top Deck. Ist es jetzt wohl. Ja, ich sag mal so. Keine Wachsamkeit, ne?
Ich sag mal so, jetzt so drei Länder gefühlt hintereinander ist jetzt nicht so gut. Schwierig. Ah, er kriegt auch nur Länder jetzt. Na gut, ich habe immer eine Karte mehr jetzt momentan. Ja. Ist schön. Und der haut jetzt auch ordentlich rein mit 6. Krass. 6. Ich hatte der Käfer, ja, ist jetzt nicht optimal. Und das jetzt hier, auf Fahrzeuge in meiner billigen Farbe. Ist das jetzt noch weiter hier ein? Bemannen kann man es noch weiter, ist ja krass. Ist ja krass. Ich krieg halt nur. Komm schon. Doppelblocken. Ja, das mache ich, glaube ich. Also schon mit seinen Blocken hier. Ich meine, ich würde das noch gerne auf der Hand, den Käfer gerne noch da lassen. Ich weiß zwar nicht, auf was ich warte, weil wenn er eine Verzauberung, ja, außer wenn er jetzt so eine Verzauberung hätte, eine positive Verzauberung, die würde dann abwerfen. Kreaturen spielt man gleich aus und auch Removal spielt man ja in der Regel gleich aus. Ja, cool. Zwei Siege, einer Niederlage, läuft ganz gut. Das Deck bis jetzt, bin zufrieden. Jetzt hat das Artefakt auch mal was gebracht. Sagen wir mal so, es ist cool. Also, wenn du ein bisschen Zeit hast, ist es cool. Wenn du keine Zeit hast, dann ist es natürlich sehr langsam mit den zwei, ja, Mana zahlen und dann eine Karte ziehen. Alles ging jetzt gut, drei Karten gezogen im Late Game. Es war natürlich Gold wert. Jeder hat nur noch sehr wenige Karten auf der Hand gehabt, deswegen. Das hat mir schon den Sieg gebracht und dann später noch bemannen. Gut, 3 ist ein bisschen teuer für ein Fahrzeug, denke ich mal, von was hat das? Stärke, Widerstandskraft 4-4 gehabt. Ein bisschen teuer vielleicht, aber naja. Mit den 1-1ern kannst du halt auch nichts anfangen. Dann brauchst du manchmal schon eine starke Kreatur, wie man gesehen hat. Die musst du ja dann blocken. Ansonsten. Oh, wir haben wieder einen Gegner gefunden. Zo. Mr. Zo. Gegner zuerst. 2 Mana. Ich denke, das passt schon. Können halt eigentlich unseren Schrein ausspielen. Dann noch auf 1 Mana warten. Wenn wir 1 Mana bekommen, dann geht auch was. Deswegen eigentlich ganz cool. Gute Hand. Er ist ein bisschen langsam sogar. Wir haben noch einen Sumpf bekommen. Das passt. Ich hätte halt gerne mal so einen Durchmarsch. 7 Siege wären wirklich sehr, sehr nice. Aber ich denke mal, das könnte schwer werden.
Ich habe das jetzt nicht mal bei den Zendikas Rising, glaube ich, oder Zendikas Erneuerung heißt das ja. Da habe ich es auch nicht geschafft, obwohl ich die Edition wesentlich besser kenne. Da war dann mein 6 war mein Maximum. Aber das war auch schnell dort. Es war schnell dort. Also ich hatte Zeit, mir die Karten zu picken. Hier habe ich ja etwas weniger Zeit. Sagen wir es mal so. Inge, so Regen fühlt sich nicht so gut an. Diese Stage. Fühlt sich ein bisschen kalt an. Mir ist auch ein bisschen kalt. Komm schon. Was ist denn los hier? Willst du jetzt schon aufgeben? Ja, selbst sein kleiner Drache, Katzendrache, der kratzt sich auch schon vor lauter Langeweile. So, dann hat er jetzt nichts ausgespielt oder was? Oder wie? Oder was ist denn das? Okay, alles klar. Immer wenn. Gut, da müsste ich jetzt jemanden ausrüsten. Oder. Also würde ich den ausspielen, dann angreifen zu können. Ziehe eine Karte. Ja, das würde ich jetzt als nächstes spielen. Oh, der ist eingeschlafen. Sehr gut. Also, sieht so aus, als hätten wir den Sieg schon drin. Gegner ist eingeschlafen oder hat was anderes, was Besseres zu tun. Oder Verbindungsabbruch. Man weiß es nicht so genau. Ja, das wäre, denke ich mal, ein gutes Spiel gewesen. Mal schauen, ob er noch zurückkommt. Wir haben schon starke Karten auf der Hand. Kami. Karten ziehen ist schon gut. Wobei der grüne gefällt mir halt besser. Der grüne Kami, mit dem du dir dann deine Karten wieder auf die Hand zurückholen kannst. Gerade bei den Fähigkeiten, die es hier immer gibt. Mit dem Hund, mit dem Virusbeetle und so weiter und so fort. Gehen wir trotzdem noch ein bisschen weiter. Na, jetzt habe ich auch nur die falsche Karte ausgespielt. Aber ist egal. Ja, passt. Gut. Das war nix. Der Gegner hat aufgegeben. Warum auch immer. Hat wahrscheinlich kein Land gehabt und hat darauf gehofft, dass wir aufgeben. Aber nee, nee, nee. So einfach geben wir nicht auf. Das hat alles Geld gekostet hier. Geben hier nicht auf. Einfach so. Läuft doch ganz wunderbar. Drei Siege schon. 1000 Edelsteine sind schon drin. Passt. Haben wir nicht allzu viel verloren hier. Also bei denen gehe ich eigentlich nicht davon aus. Bei diesen Drafts, den klassischen oder primären Drafts, dass ich allzu viel Gewinn mache, in der Regel nicht. Das ist eher unwahrscheinlich. Deswegen bei 1000 bin ich schon zufrieden. Dann ist der Verlust relativ klein und der Spielspaß ist ja auch da. Ich meine, die Karten hat man ja auch, die man hier pickt. Mein. Oh. So gierig kann ich nicht sein. Mist. Puh, schwierig, schwierig, schwierig. Gut, das müssen wir jetzt halt nehmen. Aber es ist schon schwer. Puh, ohne Sumpf. Was hatte ich vorher? Hatte ich auch. Ja, vorher hatte ich doch auch keinen Sumpf. Meine Güte. Aber ich kann nicht noch einmal die nehmen. Zwei Farben wären halt schön gewesen. Aber gut, das letzte Spiel war ja glücklich gewonnen. Da hat der Gegner Pech gehabt anscheinend. Und jetzt haben wir etwas Pech. Schauen wir mal, ob wir uns da nochmal ein bisschen rauswurschteln können. Ja, kein. Ja, ich tapp mein Land. Was soll ich mich denn tappen? Ja, Gott. Egal, machen wir ein bisschen Schaden. Rekonfigurieren die Aussicht plus 1. Ah, ein schnelles Deck auch noch. Yes, ein Sumpf. Was willst du denn den Beetle? Dich angreifen. Ja, egal. So, dann haben wir hier. Das kommt wenigstens nicht getappt ins Spiel. Dann könnte ich den hier ausspielen. Wie kann ich eine Karte ziehen?
den Pietle blocken? Oh, erstmal nicht. Artefakt, nein, Verzauberung. Artefakt, Kreatur. Das heißt, ich kann jetzt eine Karte ziehen, oder? Lass mal das. Ich kann keine Karte ziehen? Das sind doch Artefakt-Kreaturen. Spiel kommt, falls du ein Artefakt und ach und eine Verzauberung. Ah. Ein Artefakt und eine Verzauberung. Ja gut, mit dem Flieger hatte ich schon angreifen können eigentlich, ne? Der Flieger kommt gut durch, muss man sagen. Er kann schon rekonfigurieren und dann angreifen. Plus, wie ist das jetzt? 4-4? Ja, aber den kann ich schon noch tot blocken. Also, passt schon. Eine Karte abwerfen. Oh, schon heftig. Ist schon etwas heftig. Ja, wegen Rekurve. Das ist die Frage. Fliegend wahrscheinlich eher den hier. Ja, ich kann sie ja noch entscheiden. Mache ich jetzt erstmal keine Angriffe. Wenn er angreift, kann sich ja noch entscheiden. Genau. Machen wir mal zwei Blocks und okay, ich konnte nicht rekonfigurieren. Mist. Drei, oh, ist ja krass. Okay, er kann. Ah, doch, kann er auch fliegen. Seit wann kann der denn fliegen? Ist ja cool. Hellsicht. Ja, eine Kreatur. Nehmen wir. Nächsten kann ich dann mit 3, 4, 5, 6, 7 angreifen. Dann wird schon eng. Blocker ist da. Könnte mein Land noch opfern. Was ich vielleicht mache. Ja, aber noch nicht jetzt. Alle angreifen. So, schauen wir mal, was wir haben. Einen Sumpf. Nein, danke. Kann ich noch was ziehen? Was ich ziehe vorher noch. Gut, das ist natürlich geil. Modifizierte Kreatur habe ich 1, also kann ich schon jemanden töten. Das gefällt mir gut. Das sieht nicht schlecht aus. Er hat nur eine Karte. Er hat auch weniger Lebenspunkte. I like it. I like it. Ich muss natürlich blocken. Das macht mir gar nichts.
So, das hat jetzt. Der Zusicht zu modifizieren. Also, mir ist 3. Ich glaube, ich mache dann lieber die beiden hier. Wobei ein Sumpf ist schon wenig. Da hat er noch 4. Jetzt mal überlegen. Ich blocke natürlich. Dann würde mir noch eine Kreatur vernichten wahrscheinlich, aber dann kann ich mit 4 durch. Dann müsste er blocken. Ja, komisch. Warte, ich schau mal, was er macht. Ich kann ja beide spielen. Ja, eine Kreatur. Passt noch. Tour ist nie verkehrt. Mal schauen, was hat er noch auf der Hand? Ich könnte diese Runde ja noch locker überleben. Also die nächste. Naja, locker. Ist ein bisschen übertrieben vielleicht. Jetzt mal schauen. Ich könnte noch den 4-4 Blocker machen. Wenn jetzt beide Kreaturen sterben, könnte ich sogar noch den Blocker haben. Schauen wir mal, ob er noch was hat. Ja, gut. Passt es nicht weiter schlimm. Spiele ich den hier. Und mach das hier. Okay. Fliegend 4-2. Zwei Kreaturen noch. Sieht gut aus. Er hat halt jetzt auch gute Karten gehabt, muss man sagen. Zweimal die meuchlerische Tinte. Ja, habe ich noch gar nicht gesehen. Ah, ich habe den Eindruck, dass er da schon noch gut was gezogen hat. Komm schon. Ja, boah, knappes Spiel. Aber gut. Puh, das war knapp. Das war sehr knapp. Ich dachte, er hat noch was im Petto. Der hätte jetzt sehr, sehr gute Karten gezogen am Ende, die gut geholfen haben. Aber, Leute, 4 Siege, 1400, 3 Booster. Da kann man schon sagen, den Einsatz wieder drinnen. Wunderbar. Das gefällt mir. Passt. Tja, ich weiß gar nicht jetzt, warum es so gut läuft. Schwarz und Blau ist doch relativ stark. Ein paar Mal hat mir diese, ja, diese Karten, die haben mir geholfen, den Gegner ein paar Karten abwerfen von lassen, den Beetle und so weiter und meine Sage. Die haben schon geholfen. Okay, jetzt kann man schon spielen, weil wir haben relativ viel Schwarz, würde ich sagen. Auch schnelles Schwarz.
das ein paar Runden überstehen lässt. Das passt. Hier noch ein drittes Mana sogar. Für was auch immer. Ja, für den hier jetzt, ne? Passt. Wir können schon gut mitspielen, auch wenn wir jetzt nur eine Farbe haben. Oh, der zweite Beetle. Adios, Kartenhand. Das ist halt die Frage am Ende. Das kommt ja mal am Ende des Zuges, also des Spielzuges. Nochmal Adios. Ich weiß nicht, was kann der denn überhaupt? Ja. Eher noch nicht, ne? Weil ich ja kann ja jetzt am nächsten Zug was spielen. Wäre aber schade, wenn ich jetzt meine Käfer einfach so opfern würde. Eins für fliegend. Hauen wir mal rein hier. Keine Blocks. Ich lasse mir den Beetle mal noch offen für einen stärkeren. Oder vielleicht kann ich ihn auch wieder auf die Hand nehmen. Jetzt dann mal vorspielen sollen, mein Guter. Hat er denn so viele Karten noch auf der Hand? Sag er mal. Kann ich doch noch Mana erzeugen. Wenn ich jetzt wenn der Beetle blockt, dann kann ich sie tappen. Ich blocke beide. Eine tappe ich. Und dann kriege ich einen Schatzspielstein. So ist der Plan. Ist auch auf 14. Obwohl er voll auf Angriff geht und ich eher so auf Verteidigung, habe ich das Gefühl. Ich mache das nur so nebenbei mit der Abwehr. Genau, und jetzt. Ja, genau, jetzt blocke ich mal so und so. Bin mal gespannt. Und dann kann ich noch einen Schatzspielstein bekommen. Oder? Ah, kann ich das nicht vorher machen? Ah, nee, anscheinend. Hätte vielleicht über den 2-2er spielen sollen, aber naja, passt schon. Ja, ich habe den Flieger, aber wobei er hat Reichweite. Und Hellsicht wäre auch eine gute Option, jetzt ein bisschen was zu bekommen. Dun, 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 dun. Was ist das denn?
Schicke die oberste Karte wie du kannst in diesem Zug spielen, wenn du auf diese Weise nicht lang so viel Glück hast, dann ziehst du wahrscheinlich jetzt mal 30. Er kann aber jetzt nicht spielen. Wo kam denn der jetzt her? Gute Kreatur anscheinend. Ich glaube, ich würde den nehmen, weil das ist ein guter Remover. Remover, er hat Reichweite. Ich würde schon den Bogenschützen nehmen, wenn er jetzt angreifen würde. Als. Den würde ich totblocken, auf alle Fälle. Okay. Das ist schon cool. Gut, den könnte ich auch gut totblocken, dann natürlich. Mit Eile sogar. Krass. Aber gut, das stört mich nicht. Ich habe mein Beetle. Was macht er denn jetzt? Ich überleg mal, was kann der überhaupt? Immer wenn er angreift, der hat der 2, 4. Mein Gott, wird das heute noch was? Ach Gottchen. Drei, vier. Ich habe mir mit Flieger blocken. Ich werde auf jeden Fall mal blocken. Gut blocken hier. Die haben alle gute Abwehr eigentlich. Also, schauen wir mal, was er macht. Was er für einen Trick auf der Hand hat. Irgendwas plus plus. Unzerstörbarkeit. I don't know, ich kenne die Karte nicht so gut. 4 Schadenspunkte. Oh. Vier Schadenspunkte. Schon gut, 2 Karten. Hat er jetzt verbraucht. Ich habe auch 2 verbraucht, passt. Ziehe eine Karte, das könnte ich jetzt schon gut gebrauchen. Keine Angriffe. Oh ja. Das ist ganz nett. Ah, er hat jetzt zu viel. Er kriegt zu gute Karten. Zu viele schnelle Karten. Zu viele Kreaturen. Das wird nichts mehr werden, glaube ich. Ich habe etwas zu teure Kreaturen auf Land. Zu teure. Zu teure. Ja, 6 Schaden. Dann hier noch einen drauf. Was ist das denn hier eigentlich? Eile. Das kann man rekonfigurieren. Komme ich einmal durch? Machen wir noch mal keinen Block.
den nicht durchlassen, aber ich bin durch, sehr gut. Ich habe schon verloren jetzt, oder? Ah! Mist! Gut gespielt. Gut gespielt, mein Lieber. Gut gespielt. Gut gespielt, mein Lieber. Mr. Gurk. Gurk hat sehr gut gespielt. Schade, schade, schade. Nee, nee, nee. Ich hätte mal ein, zwei Kreaturen mehr rausbringen sollen, die Runde, aber es waren. Er hat zu viele schnelle kleine Kreaturen draußen gehabt, die er dann verstärkt hat. Gut, gut gemacht. Schade. Schade, 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 schade. Aber war ein gutes Deck. Meine Sprüche, meine Kreaturensprüche waren etwas zu teuer mit 7 Mana und 8 Mana und dann die Kreaturen auch 3, 4 Mana zum Teil. War ein bisschen viel. Zumal ich ja nur 2 Mana auf der Hand hatte. Wegen Pop, so, was? Ja, der Gegner ist halt immer zuerst dran. Was ist denn da los? Könnte ich nicht auch mal zuerst anfangen? Könnte ich bitte auch mal als allererster anfangen. Gut, ziemlich ausgeglichen bis jetzt. Beide haben wir, ja, in Anführungsstrichen zwei Farben, Ebene Wald. Und ich habe den Sumpf und die Insel. Ich kriege aber jetzt ein bisschen Schaden durch. 4. Passt eigentlich ganz gut. Er kann nicht blocken. Denke ich mal, wird er nicht blocken, oder? Ich möchte gerne den Karteneffekt haben, denke ich mal. Wie kriege ich den tot? Nee, ja nicht. Tschut. Sieht echt wieder nicht gut aus. Echt nicht gut aus. Der hat auch gute Züge gehabt hier. Erst. Warte, hast erste Runde auch nichts gespielt, ne? Ne, auch nicht. Zweite Runde den, dritte Runde den. Und den. Schwierig. Da noch was geht. Echt, der blockt. Und keine Karte ziehen. Von mir aus. Na, hat er noch dickere Kreaturen auf der Hand. Aber das ist eigentlich, ja, okay, für 2 Mana. Jetzt echt mal die Säbel weggehauen. Eieiei. Ja, erst den hier und dann kann ich hier die Kreatur, die ausspielt, wegblocken, wegtappen und dann angreifen für 4. Das ist schon ganz gut. Auch wenn es irgendwie komisch aussieht bei mir, ich habe 3 Länder. Kann der Gegner schon 4 Länder, 5, 6, 7 Länder? 4, 5, 6, 7, 6 Länder haben. Wenigstens ein Land gezogen, das war schon gut. Jetzt habe ich schon wieder die beiden dicksten Kreaturen auf der Hand.
Wie beim letzten Spiel. Ist doch nicht möglich, beide. Und am Anfang auch noch. Die müsste ich irgendwie abwerfen oder so, wenn das ginge. Das bringt ja nichts. 8 Mana. 7 Mana. Ey, wie soll ich denn 7 Mana? Selbst wenn ich 4 Runden hintereinander nur Länder ziehe, was auch super schlecht wäre. Zeuge ein Mana eine beliebigen Farbe. Der rammt sich gut hoch, da kommt was Dickes. Aber ich habe hinten raus jetzt dann auch was Dickes. Ob ich so lange überlebe, ich weiß es nicht. Der kann blocken und den dann immer wieder auf seine Hand bringen. Das ist ja eine geile Sache. Aber der will sich ganz schön weg hier. Der will sich weg, lecker Mio. Yo, du willst dich weg? Ich hoffe, es bringt dir das mal. Gute Länder hat er echt keine Probleme. Ich tapp den jetzt einfach weg. Dann muss er den Effekt schon wieder machen. Wie tappt er? Wie lange? 4K auf, du kannst aber eine Länderkarte. Oh, was war das? Ah, krass. Das war ein super Kombo. Ja, geil. Schön, das war's, oder? Zwei, drei, vier, fünf. Ich brauche irgendwie keinen Grund. Schon große Kreaturen, aber. Weg mit deinen Karten. Es war schon effektiv, also es war schon ein geiler Zug jetzt, muss man sagen. Aber hätte noch ein bisschen mehr rauskommen können auch. Tappt nicht, ne? Ah, ja. Ich muss doch noch Karten ziehen. Falls du ein Artefakt kommst. Ist halt blöd, weil das Mana würde ich auch brauchen. 4, 5, 6. Ich warte noch eine Runde. Vielleicht kriege ich einen Mana und habe dann den Koloss. Ich habe jetzt 6 Mana. Warum wird der denn nicht billiger hier? Modifizierte Kreatur, was ist das denn? Brrr, brrr, brrr. Eieiei. Das ist gut. Bringe 2 gleich. Das ist gut. Das wird nichts, Leute. Das wird nichts.
Boah, der braucht auch so lang. Oh. Tage später. Warte, wie viele Male habe ich denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, aber die Insel ist schon gegen sowas hier. Oh, aber es hilft alles nichts. Vielleicht bekomme ich einen Removal oder so. Ey, und jetzt habe ich ja schon wieder die Nase, Schnauze voll, weil ich schon wieder 1000 Jahre brauche. Das ist aber auch geil. Tappe ein anderes Ungewissen. Ja, gut. Ich wusste gar nicht, dass ich so schlecht dastehe und dann nur eine Insel habe. Das war halt schon ganz geil. Hier mit hier Zeit der Erneuerung, Zeit der Erneuerung. Und mit dem hier, es war ein super Start. Wo ist denn diese komische Wurm hier? Der Ophis. Sachen auf den Friedhof legen, dann sie wieder rausholen mit Zeit der Erneuerung. Aber es muss sagen, er hat eine perfekte Kombi gehabt, ne? Ja. Soll ich noch eine Karte holen? Ja, erstmal nicht. Erstmal nicht. Ja, die wird zu groß, die Kreatur. Wow, die müsste ich halt vernichten können. Zwei plus eins, die Rolle. Das hat Abwehr 2. Das bringt halt gar nichts. Ja. Hätte ich wenigstens eine Insel bekommen. Ei. Ah, ist zu gut alles. Zu gut. Er ist zu gut. Er kann auch zwei Karten ziehen. Ah. Oh mein Gott. Ich habe halt nur Scheiße gezogen. Irgendwie. Also, hier, ich habe nicht mal zwei Inseln für den hier. Die zwei kann ich so nicht beschwören. Vielleicht nächste Runde, wenn ich mal Glück habe. Muss ich ihn erstmal bemannen. Keinen vernünftigen Removal. Das hier geht so. Das hat mir gleich zerstört. Das ist auch nicht so der Brenner, der Burner ist, ne? Eieiei. Der ist jetzt schon schwarz. Und er zieht halt Karten ohne Ende. Wie hat er sich das den Teil denn wieder geholt? Ich hab's nicht mitbekommen. Wie hat er sich das Teil wieder geholt? Habe ich nicht mitbekommen, wie sich das wieder geholt hat. Braucht er denn zwei? Das heißt, den lassen wir mal durch. Ach, deswegen hat er den abgeworfen, um den wieder zu holen. Verstehe. Nicht schon tot, ne, wenn er jetzt mit allen angreift.
Aber ich bräuchte noch ein bisschen Geduld. Der kann jetzt gezielt angreifen. Ein bisschen Geduld. Okay, ihr könnt auch mit allen angreifen. Zwei kann ich. Der Trampe. Ja, wenn es mit allen angreift, das war es auch schon gewesen. Gutes Spiel! Was ist das für Karten? Was hat der für ein Crazy Deck? Vier Siege ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Naja, gut, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wie gesagt, ich würde gerne hier eine Set-Review vielleicht so ein bisschen machen von der neuen Magic the Gathering Edition, Straßen von Neu-Capena. Aber mal schauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und macht es gut. Bye, bye.